jetzt möchte ich euch was zeigen, was man nämlich Schönes machen kann. Wir können ja die Felder düngen und mit Dung und so weiter und so fort. Wir stellen den jetzt mal... Oh Gott, wo stellen wir den denn hin? Wir stellen ihn jetzt mal hier hin. Einmal hier stehen bleiben. Und dann möchte ich euch jetzt gerne mal was zeigen. Das habe ich ja auch in meinem Let's Play schon mal gezeigt. Aber das werden wir jetzt mal hier von hier tun. Stellen uns hier mal hin. Und dann kann ich sagen... Dieses Feld, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, das möchten wir jetzt hier, mit diesem hier, ne? War doch dieser, oder? Genau. Damit wollen wir das jetzt mal bearbeiten lassen. Und dann passt mal auf, was gleich passiert. Ich hoffe, die haben es wenigstens das gefixt. Da kommt er. Und da kommt er. Und wir stehen wahrscheinlich wieder im Nebel. Ja. Sie haben es nicht gefixt. Das sollte jetzt bedeuten, er hat jetzt unser Feld mit FedEx besprüht. Dass wir dann im Nebel stehen, zumindest von der Sicht aus her. Ja. So what? So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir gedüngt und Dung drauf, 99% gepflügt, 98% kultiviert und 98,87% Kartoffeln drauf. Das soll es erstmal jetzt hier für dieses Feld gewesen sein. Das überlassen wir jetzt sich selbst. Und dann fangen wir, schauen wir das noch? Ja, wir zumindest anfangen werden wir die Rüben. Die Rüben. Das ist da die Erntemaschine. Dann ist das hier... was? Was? Nein, das ist die Maschine für die... Ei. Wir müssen jetzt mit dem tatsächlich auch in das Magazin fahren, oder? Das denke ich mir so. Und müssen das jetzt beladen lassen. Ei, der Daus. Leute... Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich damit reinkomme. Der hat schon wieder Hunger. Das ist doch nicht normal. Der hat schon wieder Hunger. Hier, Pilze. Los jetzt. Der hat vorhin so ein gesundes Teil gekriegt. Natürlich fahre ich gegen die Mauer, war ja klar. Das ist klein genug. Ja, das sagst du, Lavisinchen. Guck mal, ich kann... So. Ah, Magazin stand schon da, ne? Ich hätte gar nicht ganz reinfahren müssen. Hä? Mit dem brauche ich nur ranfahren, oder was? Ich habe eben schon Magazin gelesen. Okay, wir machen Rüben. Wir haben 6000 Kilo, ich wollte gerade sagen, 60.000. Die befüllen wir jetzt. Oje, Leute. Ja, ein guter Pilz. Ja, Pilz muss sein. Ich weiß, für manche sind die Pilze ein bisschen mit Schaumkrone und so, aber bei mir nicht. Und dann werden wir mal unsere Flügel ausbreiten. Zumindest den Anfang werden wir machen.
um das Feld zu bepflanzen. Eiderdaus. Ja, und dann geht's dann nachher los. Im nächsten Stream machen wir dann die Ernte. Der hat noch das Licht an. Ach, morgen ist die Batterie leer, aber egal. Und dadurch, dass ich immer mit diesen Flugzeugen meine Felder bewirtschaftet habe, ist der Dunk bei den Kühen halt immer mehr geworden. Und man weiß ja irgendwann nicht mehr, wohin damit. Von daher, so, stopp! Dann wollen wir mal gucken, wie breit die Flügel auseinandergehen. Ausklappen. Ich glaube. So, ne? Wird ein Schuh draus. Maschine senken und los geht's. Das geht flotter. Das geht sogar sehr flott. Ei, der Daus. Ah, guck mal, hier ist eine schöne Kurve, die man fahren kann. Ja, das geht ja mal zügig, oder? Das schaffen wir doch noch bis Streamende, das ganze Feld. Na, wenn das mal nicht geil aussieht, dann weiß ich aber auch nicht. Also das braucht garantiert keine ganze Stunde, bis wir das fertig haben. Aber wir müssen natürlich auch wieder dran denken, dass wir eventuell noch nachfüllen müssen. Ja, geht, ne? Das geht. Voll geil. Feier ich voll ab. Feier ich voll ab. Auch wenn der ein bisschen rutscht. Ich feier den voll ab. Absolut genial. Ha! Voll geil. Ja, lass dir das Eis schmecken. Oh, jetzt kann ich aber nicht lesen, ne? Jetzt muss ich tatsächlich gucken. Eigentlich sollte man die Setzlinge... Warte. Kann ich jetzt gerade nicht lesen. Auf dem Feld. Bereits sehen. Ja, theoretisch schon. Ey, das ist Hammer. Das Ding ist wirklich Hammer. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel haben wir noch drin? 80%. Das ist gut. Das Feld haben wir wirklich ruckzuck fertig.
Wir werden ja, wenn wir das jetzt im nächsten Stream, ich werde das jetzt tatsächlich noch zu Ende machen, wir werden im nächsten Stream, wenn wir wochenweise schlafen, werden wir uns das jedes Mal ein bisschen angucken, wie das aussieht jetzt dann auf dem Feld, welche Veränderungen das gegeben hat. Nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ich habe jetzt extra hier die Kurve nicht genommen, weil ich die vorhin gar nicht so genau gekriegt habe. Oh, schön. Zum Ende des Streams scheint Twitch sich berappelt zu haben mit dem dauernden Laden. Oh, armer Mickey, das tut mir echt leid, ey. Ja, es ist schon... Und es wird nicht besser werden die nächste Zeit, vermutlich. Denn ich habe schon von dem einen oder anderen Streamer gehört, dass er sagt so, wenn jetzt auch dieser Teil-Lockdown ist oder dieser sanfte Lockdown... werden die Streamer wieder öfter und vermehrt streamen. Das wird unter Umständen wieder etwas chaosmäßig werden. Flotti Karotti. Oder wie man so schön sagt, zack, Möhrchen drunter. Da mussten wir heute Morgen beim Frühstück noch drüber lachen, über Zackmöhrchen drunter. Absolut geil, ich feiere, also diese Maschine hier feiere ich enorm. Gefällt mir richtig, richtig gut. Haha, ja. Nicht nur Lockdown. Dezember ist der Flashplayer out of order, ouch. Ist der Flashplayer out of order? Heißt für einige Sachen, neue Sachen, neuer Videospiele-Player muss rein. Das sind bestimmt schon... Die sind schon bestimmt schon am Rumfrickeln, ja wahrscheinlich. Na denn aber, wenn der Flashplayer weggeht... Gritz schreibt, ja, finde ich auch besser das, als das Kartoffelding. Ja, aber richtig, guck dir das an, wie geil das ist. Das macht richtig schön Spaß, das jetzt hier so zu pflanzen, ne? Da kommt wieder richtig Freude auf. Wie gut, dass ich erst die Kartoffeln gemacht habe und jetzt die Rüben. Dann gehe ich nicht mit Frust aus dem Stream. Da gehe ich echt nicht mit Frust aus dem Stream. Das ist wirklich... Eine Wohltat. Du Flotti Karotti ist klasse. Habe jetzt schon Horror vom 1. Januar. Dauer Getele mit Mutter. Weil ihre FW-Spiele zum größten Teil bestimmt nicht mehr laufen. Ach du Schöne Kacke. Aber Micky, du machst das gerne. Gibt's zukünftig nur noch Möhrchen? Naja, das Ding an der Sache ist, wie gesagt, man hat ja die schönen Nachbarn, die das machen können.
und die sich damit rumquälen können. Also ich werde definitiv keine Kartoffeln mehr pflanzen. So viel Langeweile kann ich gar nicht haben. Weil das Ding ist wirklich eine Straftat. Aber es ist halt nur meine Meinung. Ob die objektiv ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt es am Feld. Vielleicht liegt es daran, dass man so oft nachfüllen muss. Vielleicht liegt es am falschen Traktor. Das hat jetzt so viel, kann jetzt so viele Ursachen haben. Aber momentan ist das eher so nicht gerade eins der besten Dinge. Wobei ich hier dieses das mit den Rüben hier schon echt abfeiere. Wird jetzt nachher auch nochmal interessant zu sehen, wie man das dann mit diesen großen Maschinen erntet. Man soll ja sehen können, wie die Kartoffeln und die Möhren übers Band laufen. Also ich habe es versucht im Stream zu erkennen. War ein bisschen schwierig für mich. Deswegen wollte ich es auch gerne selber ausprobieren. Wenn dann nachher bei der Ernte da über diese Bänder, die da in der Maschine sind, wenn die da drüber laufen. Das wird für mich nochmal interessant werden, wenn wir das denn ernten. Aber definitiv nur mit großem Traktor. Da kannst du gewiss drauf sein. Naja, die Möhrchen gibt es ja sowieso. Immer wenn ich Miri in Zacken Möhrchen drunter haue, gibt es eh nur noch Möhrchen. Aber dieses Teil ist hier echt schon nice. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich schätze mal auch, dass das mit den Kartoffeln, wenn man die da reinsetzt, dass das halt so langsam laufen muss. Weil es ja eigentlich auch in der Landwirtschaft so ist, ne? Warte mal, wir fahren mal. Ach komm schon. Und sparsam, was die Setzlinge angeht. Ja, finde ich auch tatsächlich, ne? Ich musste noch nicht einmal nachtanken. Das ist wirklich interessant. Interessant. Oh, die Kurve kriegen wir nicht. Der hat einen zu großen Radius. Wie würde Lavi jetzt sagen? Wir wenden im Flugzeuganhänger. Irgendwie so war das doch. Warte mal. Bist du leer oder was? Nein. Warum gehst du nicht runter? Ah, du gehst runter, okay. Ja, der hat noch nicht mal die Hälfte verbraucht, ne? Oder ein bisschen über der Hälfte. Doch. Also leer wird er nicht, aber wir sind gleich fertig. Und das um 22.03 Uhr, wer hätte es gedacht? Ich habe gedacht, für die brauche ich jetzt auch noch mal eine Stunde, aber kriegen wir das zusammen? Ich glaube nicht, ne? Wird nicht voll. Wird nicht dicht. Ja, fahren wir nochmal drüber. Ist egal. Einmal durch Mickey durchfahren. Wendekreis wie im Flugzeugträger. Genau das war's. Das habe ich gesucht, liebe Lavisina. Genau das habe ich gesucht. So. Jetzt tun wir noch den Mittelstreifen und dann können wir mal gucken. Gepflügt 100%, kultiviert 100%, Rüben drauf, 99,41, ja, egal. Drauf geschissen. Und dann lassen wir den Flieger nochmal starten jetzt. Das stellen wir mal, warte mal, den stellen wir mal hier an den Rand. Einklappen. Da die immer keine Bremse haben, ne? So, und dann lassen wir jetzt hier
Orientierung, Andrina, Orientierung. Und dann lassen wir jetzt hier. Und jetzt bleibe ich mal hier am Rand stehen und nicht davor, damit ihr mal seht, dass man trotzdem den ganzen Gülle abkriegt, auch wenn man jetzt hier am Rand steht. Jetzt tun wir hier das Feld auch nochmal mit FedEx, ich sag mal FedEx, besprühen. Schau dir den Himmel an, das Flugzeug mit dem FedEx wird gleich über dein Feld fliegen. Da kommt es. Und ihr werdet sehen, auch wenn wir daneben stehen, wir werden wieder in der Gülle stehen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Absolut nicht verstehe. Jetzt waren wir so weit weg von diesem Feld hier gestanden. Und von meiner Sichtweise aus habe ich das ganze Zeug jetzt in der Nase. So, beide Felder sind fertig. Im nächsten Stream heißt es dann Ernten. Warte mal, den bringen wir gleich nach oben. Wir werden den gleich irgendwo andocken, dass wir den großen. Wir müssen diesen großen hier nehmen. Der ist richtig gut. Also ich empfand den jetzt als richtig angenehm auch zu fahren. Ich glaube, den sollten wir noch schnell andocken. Ja, bei den Rüben brauchen wir ja gar keinen Traktor dran. Guckt mal, bei den Rüben, da haben wir ja diese, das Führerhäuschen, da brauchen wir ja nicht. Wenn ich jetzt nochmal da mich reinsetze, zack, zack, zack. Und dann seht ihr doch hier diese Laufbänder und da drauf soll das dann zu sehen sein, wie die Rüben und die Kartoffeln, also hier nicht die Kartoffeln, sondern hier nur die Rüben, wie die so auf diesen Laufbändern langlaufen. Und das gleiche auch, tada, hier auf diesen Laufbändern. Und dann müssen wir mal gucken, wir brauchen den großen Fliegel, wohl doch, damit wir da die Sachen einfüllen können. Hallo und herzlich willkommen zu einem zweiten Stream Farmers Dynasty zum Kartoffel- und Rüben-DLC. Wir haben hier auf den beiden Feldern Kartoffel und Rüben gepflanzt. Da steht gesät 98% Kartoffeln und hier unten 99,42 Rüben. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen schlafen. Das kennen wir ja schon, das haben wir ja auch gerade gehabt bei Lumberjacks Dynasty. Und dann werden wir hier unsere Maschinen testen, die nächsten Maschinen. Und zwar die Erntemaschinen. Zwischendurch müssen wir uns aber auch nochmal den Anhänger dran basteln, den großen am besten, dass wir da zwischendurch mal auslagern können. Aber jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Ich denke mal 3 Wochen sollten reichen, hoffe ich. So hatten wir es zumindest im letzten Stream gesagt. Hier ist unsere Emily Erdbeer, wie der Jan vorhin schon gesagt hat. Sie hackt den was auch immer Weg. Schatz. Guten Abend, Liebes. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Ich habe dich und ich bin so glücklich. Schatz. Hallo, Liebling. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. So schön, das zu hören. Danke. Liebling? Guten Abend, Liebes. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Danke, wir sehen uns. Die Schlange schreibt gerade, sehe heute das erste Mal Farmers Dynasty. Farmers Dynasty sieht aus wie Lumberjacks Dynasty, nur viel besser. Warum übernimmt man alle auch heiraten geht? Ja, das ist tatsächlich heiraten geht. Du hast hier sogar eine Hochzeitszeremonie. Das ist meine Frau, tatsächlich. Ich habe auch 2 Kinder.
Die sind nicht die hübschesten ihrer Art. Wo sind sie denn überhaupt da? Liebe Schlange, kann ich dir zeigen, das ist hier mein Sohn Timmy. Ja? Und unsere Tochter Mia. Ja. Das ist die gleiche Engine wie bei Lumberjacks Dynasty. Mein Hof ist tatsächlich schon fertig. Also ich habe hier bei Lumberjacks, bei Farmers Dynasty tatsächlich alles fertig. Ja, die gleichen Tiere natürlich. Kühe kann ich dir leider nicht zeigen. Meine Kühe sind irgendwie verschwunden. Aber Kuhstall sollte dir vielleicht was sagen. Ne? So. Auch der ist ein bisschen umgebaut, war früher Holz gewesen. kann Olli sich mal bitte bewerben als Synchro bei dem Spiel? Die hören sich ja an wie übelstes Hörspielkassette. Ja. Manche Charakter haben hier sogar verschiedene Sprecher. Also die hören sich nicht immer gleich an. Was du hier bei Farmers Dynasty hast, Schlange, ist ein zerfallenes Haus. Alles ist kaputt. Ich habe hier alles repariert, renoviert mit Solar und so weiter. Das habe ich ja schon beim letzten Stream gezeigt. Und auch im Inneren des Hauses wirst du einiges wiedererkennen. So, ne? Das ist alles schon alles neu gemacht. Also ich habe bei Farmers Dynasty quasi alles erreicht, was man erreichen kann. Alles, ja, das ist das, was der Ehemann auch schon gesagt hat. Warum kopiert man die Inhalte nicht nach Lumberjacks Dynasty? Vielleicht ist es nicht so simpel, keine Ahnung nicht warum, aber ist so. Gut, wir werden schlafen für eine Woche erst einmal. Wie gesagt, dieses Let's Play lief bei mir sehr, sehr lange, liebe Schlange. Da musst du dann auch für Stück, peu à peu alles aufbauen. Allerdings das Reparieren fand ich schöner. Mittlerweile fand ich Reparieren hier bei Farmers Dynasty schöner wie bei Lumberjack. Lumberjack sollte wohl einfacher funktionieren, hat es aber nicht im Endeffekt. Aber hier hast du auch mit Gewächshäuser, mit die ganzen Fahrzeuge kaufen. Es ist, das Spielprinzip ist tatsächlich das gleiche. Der Hahn hat gute Arbeit geleistet, die Hühnerpopulation ist gestiegen. Das ist sie natürlich nicht. Schauen wir mal auf die Map. Also es ist noch nicht, laut Map, noch nicht gewachsen. Es ist laut Map noch nicht gewachsen. Also schlafen wir noch eine Woche. Ich kenne The Forest, ja, lieber Michi, ich kenne The Forest. Aber ich finde es gruselig. Deine Solaranlage bringt viel Geld. Ja. Immer noch nicht. Wir haben jetzt 4 Wochen geschlafen. Ja, alles klar, Manu. Ich weiß es nicht. Waren das 6 Wochen, die wir schlafen müssen? Ich will ja auch jetzt nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Von daher verlasse ich mich jetzt mal auf die Map. Rüben. Gesät Rüben. Also es ist noch nicht erntebereit. Also wie gesagt, liebe Schlange, du fängst hier auch mit einem Jack Bier oder wie auch immer der heißt an. Ein Spiel nicht für schwache Nerven, genauso sieht's aus. Wir haben das gespielt und als denn der blöde Muschi Klaus da vor meinem Haus stand, da war ich dann doch schon etwas. Mir ging es da nicht so gut, sagen wir es mal so. Du kannst hier sehen, welche Maschinen ich mir alle leisten konnte, schon bereits. Das ist hier zum Beispiel der Anfangstraktor, den man hier hat. Der sah dann nicht so schön, nicht so schön blau aus. Aber ist so, das Spielprinzip ist das gleiche. Hier hast du Dünger, Gülle und, und. Habe ich im letzten Stream gezeigt. Alles mal so ein bisschen.
Bis Juni schlafen. Also Farmers Dynasty, da fühle ich mich schon heimisch. Das war schon mein Spiel gewesen. Oh, wir sehen schon, wie es aussieht. Hier waren ja die Kartoffeln gepflanzt. Gesät, Kartoffeln. Oh, können wir uns ja mal angucken. Und weiter hinten waren ja die Rüben gepflanzt. Oh, wie groß ist dieses Feld, bitte? Ja, hier sieht man auch noch nicht, wer weiß wie viel. Ne? So. Und damit ich mir das ein bisschen leichter mache, springe ich einfach in irgendein Auto, wieder mal in den Rasenmähertraktor. Aber die Lavisine hat gerade geschrieben, bis Juni. Wir haben jetzt Mai.